näher wir an den Abgrund eines Weltkrieges taumeln, umso stärker wird der Widerstand dagegen. Wir müssen konstatieren, dass die Kriegsgefahr nie so groß war wie eigentlich heute. Und dagegen müssen wir eigentlich alle tun, deswegen sind wir hier. Wir sind die rote Linie. An uns kommt keiner vorbei. Waffenlieferungen an die Ukraine, ja, das ist wunderbar. Aber wie schaut das aus mit dem Personal? Wer besetzt alles diese Panzer? Ja? Sie brauchen keine NATO-Soldaten in die Ukraine schicken. Ich ziehe meine Uniform aus, unterschreibe einen Vertrag und gehe in die Ukraine. Ich bin kein Angehöriger der österreichischen Streitkräfte mehr, sondern Vertragsbediensteter. Das ist die Lösung, die wir sehen. Was man nicht ausschließen, dass doch welche. Was man daraus schließen kann, ist, dass eine hohe Anzahl an ausländischen Söldnern sich in der Ukraine befinden, aber nicht von NATO-Soldaten. Zwei Wochen vor der Münchner Sicherheitskonferenz haben rund 40 Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme zugesagt. Es geht jetzt darum, einheitlich zu liefern. Der F-16, der amerikanische F-16, ist in erster Linie gefragt. Wenn wir noch Mix hätten, also die Flugzeuge, die es in der DDR gab, dann könnte man die vielleicht einsetzen. Gegen die Kriegstreiberkonferenz rufen zahlreiche Initiativen zum Protest auf. Auch Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer wird eine Rede halten. Wer hat mehr illegale Kriege angezettelt als die Amerikaner? Es gibt eine Lehre aus der Geschichte, die wir nie vergessen dürfen. Russen und Deutsche dürfen sich nie mehr gegeneinander hetzen lassen. Bücherverbrennung. Bis Ende November 2022 hat die ukrainische Regierung rund 19 Millionen Bücher aus ihren Bibliotheken verbannt und vernichtet. Der Skandal betrifft die deutsche Reaktion vor allem. Ja? Man muss ja erstmal sehen, diese Meldung kommt nicht von RT Deutsch und die kommt nicht vom Kreml, sondern das ist die Originalmeldung vom Spiegel. Der Spiegel sagt, bis November 2022 sind 19 Millionen Bücher in der Ukraine aus Bibliotheken raussortiert und vernichtet worden. Das ist so eine unglaubliche Zahl, nur weil diese Bücher den Machthabern in Kiew um Selenskyj nicht passen, weil sie sowjetisch sind und natürlich alle russischen Bücher auch. Ja? Und da frage ich mich in Deutschland, wir haben doch hier immer diesen schönen Antifaschismus, wo dann überall die alten Gespenster gejagt werden. Aber jetzt, wo wirklich das alte Gespenst auftaucht, Bücherverbrennung wie im Dritten Reich, keiner sagt was und man schenkt den Typen auch noch immer mehr Waffen. Das regt mich auf. Der SPD-Politiker Boris Pistorius bringt als Gastgeschenk der Ukraine insgesamt 178 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 mit. Die Lieferung der ersten 100 in den nächsten Monaten ist bereits gesichert. Zudem habe man in der BRD mit der Ausbildung von 600 ukrainischen Feldwebeln begonnen. Die Bundesregierung hatte vor zwei Wochen entschieden, der Ukraine auch 14 modernere Leopard 2 Panzer zu überlassen. Der erste ist schon heute in Kiew eingetroffen, so der ukrainische Verteidigungsminister bei der Begrüßung von Pistorius. Schützenpanzer vom Typ Marder und das Flugabwehrraketensystem Patriot sollen ebenfalls an die Ukraine gehen. Die Kosten für Panzer und Instandsetzung übernimmt die Bundesregierung. Elon Musk will nicht mehr. Mit der Nutzung des Starlink-Satellitensystems für ukrainische Drohnenangriffe ist Schluss. Bei mir im Studio ist jetzt Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Jürgen, was könnte dieses Signal von Elon Musk bedeuten? Es ist eine gute Nachricht für den Frieden und wenn er ernst macht, könnte das ein baldiges Kriegsende einläuten zumindest. Denn diese Satelliten waren sehr zentral für die ukrainische Kriegführung an der Front. Die Ukrainer haben sich ja relativ gut gehalten im letzten Jahr, im Herbst nochmal Cherson zurückerobert. Und der Vorteil, den die Ukrainer genutzt haben, war, dass sie kleine mobile Einheiten gebildet haben, die mit den Satelliten direkt über Laptop oder Computer verbunden waren und dann von den Satelliten des Starlink-Systems unmittelbar angezeigt bekommen haben, wo ist der russische Panzer, wo ist die russische Stellung.
dann zielgenau zuschlagen konnten und gleich wieder abziehen. Wenn diese Satellitenverbindung fehlt, sind die ukrainischen Truppen an der Front wie blind. Nach seinem gestrigen Besuch in London und Paris reist der ukrainische Präsident Zelensky zusammen mit Frankreichs Staatschef Macron zum EU-Gipfel nach Brüssel. In Paris war auch Bundeskanzler Scholz anwesend, bei dem Zelensky ebenfalls Druck machte. Frankreich und Deutschland haben das Potenzial, das Blatt zu wenden. Je schneller wir schwere Langstreckenwaffen und unsere Piloten moderne Flugzeuge bekommen, desto schneller wird die russische Aggression beendet sein, so Zelensky. Nachdem die USA seit kurzem bei Waffenlieferungen zaudern, soll jetzt mehr Kriegsgerät aus der EU kommen. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer rufen auf zur Großdemo für den Frieden in Berlin am 25. Februar. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und der Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann. Und wir rufen auf zu einer großen Friedenskundgebung am 25. Februar in Berlin am Brandenburger Tor um 14 Uhr. Da müsst ihr natürlich alle kommen. Wir wissen, ihr seid sehr, sehr viele und wir müssen sichtbar werden und eine Stimme bekommen. Sarah Wagenknecht kommt, sie geht auf die Straße. Bisher war sie hauptsächlich in Talkshows oder im Bundestag, hat gute Reden gehalten. Aber wir haben ja immer in der Vergangenheit ein bisschen drüber gestritten. Und du hast gesagt, die Sarah, die wird nicht aktiv, die ist zu sehr kameraorientiert in den Studios. Die muss raus auf die Straße, was macht sie eigentlich? Aber jetzt ist sie da. Sie legen beide den Finger in die Wunde. Mit jedem Tag, den der Krieg länger dauert, sterben Menschen auf beiden Seiten und das muss ein Ende haben. Und ich bin mir sicher, ich freue mich riesig, ich habe große Hoffnung. Die beiden Damen, diese beiden Ikonen, bringen Hunderttausende, wenn nicht sogar 1 Million auf die Straße.